Moinsen, Freunde der Sonne. Ah, schön euch zu sehen. Es gibt auch wieder eine neue Review, denn ich habe letztens ein wunderschönes Paket erhalten und da war was unglaublich Schönes drin. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich hatte letztens in der Post diese wunderschöne Box und da habe ich wirklich sehr, sehr lange drauf gewartet, weil ich mich da extrem drauf gefreut habe. Denn so circa ein Jahr ist es her, dass ich dieses Lenkrad, was hier drin war, in der Hand hatte auf der Simracing Expo. Mein Partner, Simrace Shop, hat es möglich gemacht, dass ich dieses Lenkrad zu mir nach Hause bekomme und es reviewen kann. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank und ein Kuss geht raus an Denso. Ich freue mich wirklich, dass wir das jetzt hier machen können. Also lasst uns doch mal damit loslegen. Bevor wir das jetzt machen, weil das ja gesponsert ist und ich dafür nichts bezahlt habe, möchte ich trotzdem ein, zwei Sachen deklarieren. Die Ware wurde vom Simrace Shop mir zur Verfügung gestellt für die Review. Ich darf das Ganze auch behalten, muss es nicht zurückschicken. Mir wurden keine Vorlagen gegeben. Ich darf das reviewen und ich werde meine offene und ehrliche Meinung dazu abgeben. Und der Simrace Shop kann dieses Video nicht sehen, bevor es veröffentlicht wird. Aber jetzt können wir starten. Also wir machen das natürlich wie immer und wir reden erstmal über den Preis. Also was kostet dich dieser Pappkarton, wenn du ihn dir jetzt bestellst? Wenn du dir das zum jetzigen Zeitpunkt beim Simrace Shop bestellen würdest, bezahlst du dafür 838,95 Euro. Und Holzephon, hinter der Kamera kann ich euch schon sehen, wie ihr Schnappatmung habt, weil das sehr viel Geld ist. Und das ist absolut korrekt. Aber was kriegt ihr jetzt für euer Geld? Schauen wir doch einfach mal in die Box rein. Hast du dir gedacht, ne? Das wird sich nicht ändern. Wir brauchen nicht in eine Box reingucken, weil da nicht wirklich viele interessante Sachen drin sind. Aber was da drin ist, zeige ich dir trotzdem im Schnelldurchlauf. Also in der Box befindet sich eine heiße Kappe. Ich nenne sie auch gerne die Badekappe. Die hat hier schön zwei Gurte, die kann man sich unterm Kinn, kann man sich die festmachen, wenn man da Bock drauf hat. Ja, aber eigentlich ist es der Sack fürs Lenkrad. Du kriegst dein Werkzeug dazu und die ganzen Schrauben, was ich total toll finde. Dankeschön an Cube Controls, dass sie das beilegt. Dann haben wir da drin noch die, ihr wisst schon, die Warranty-Hinweise und auch eine Bedienungsanleitung, ein bisschen Filmmaterial und das Ding, das Lenkrad. Und mehr ist da nicht drin. Ich möchte euch aber gleich dazu noch was sagen. Die Unboxing-Experience ist unglaublich geil. Dankeschön an Cube Controls, dass ihr das so unglaublich schön gemacht habt für den Kunden. Aber lasst uns doch mal über die Qualität des Wheels reden. Also was kann man denn jetzt über die Qualität dieses Wheels sagen? Es ist auf jeden Fall ziemlich leicht. Also ich hätte erwartet, dass es ein bisschen schwerer ist. Aber es hat ein gewisses Gewicht. Aber nicht so viel Gewicht, wie ich erwartet hätte. Wenn ich jetzt den Quick Release hinten abbauen würde, würde es wahrscheinlich noch weniger wiegen. Alles in allem ist die Qualität dieses Lenkrades wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine ganz tolle Verarbeitung. Wir haben hier nirgendwo irgendwelche komischen Kanten. Nichts fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, billig an. Und alles passt irgendwie zusammen und ist so ein aus einem Guss. Also du packst es aus und denkst dir so, ja, doch, nee, das holt mich ab. Wenn wir jetzt mal über die Knöpfe reden, die wir haben. Hier ist für euch jetzt kurz erstmal Geräusche. Das ist, glaube ich, der schönste Knopf, den ich je gehört habe. Bin ich ganz ehrlich. Nochmal. Ein Gedicht, sage ich euch. Ein Gedicht. Und das ist bei dem Wheel durchweg von der Haptik her alles dasselbe. Es ist ein Gedicht. Wenn wir jetzt die anderen Buttons mal ausprobieren. Das sind die Funky Switches. Jetzt machen wir mal die Rotary Encoder. Es ist einfach wirklich eine Wonne. Jetzt kommt das Wichtigste. Das ist beim Wheel immer so ein Deal or No Deal. Und das sind die Shifter. Sind die Shifter jetzt laut? Sind sie leise? Klingen sie kacke? Hört selber. Also die Shifter sind für mich gerade so passig von der Lautstärke und das finde ich total toll. Denn sie sind nicht zu laut, sie sind nicht zu leise, weil man könnte sie theoretisch auch nicht tweaken, um sie leiser zu machen. Also man könnte vielleicht noch ein bisschen Filz hier an der Seite drunter machen, wenn wir jetzt hier mal gucken. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen Filz drunter machen, falls es zu laut ist. Aber mehr Optimierungsmöglichkeiten würde es nicht geben, um es leiser zu machen. Deswegen finde ich das total toll, dass wir bei vielen Herstellern mittlerweile nicht mehr solche laute Klackermaschinen haben, sondern wir so ein gesundes Geräusch haben. Und das ist wirklich sehr, sehr gesund. Der Druck ist
sehr schön, der ist nicht leicht, also wenn ich jetzt mal, ne, ich muss schon eine gewisse Kraft aufwenden, also ich kann jetzt hier auch hinten mit dem Finger draufhauen und der löst nicht aus, also ich muss schon ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um diesen Shifter zu verwenden. Von der Optik her finde ich die unglaublich sexy, also es ist sehr klein gehalten, es ist jetzt nicht so ein riesiger Aufbau hinten dran, es ist super schmal und passt auch irgendwie so zur Linie des Lenkrades, dass es nicht irgendwie nochmal so eine Wulst hinten dran ergibt. Wir haben die Möglichkeit, hinten auch die Pedals noch zu verschieben oder umzudrehen, je nachdem, wie wir sie gerne haben möchten. Wir können sie weiter nach innen schieben, wir können sie weiter nach außen schieben. Also du kannst für dich alles optimieren. Für mich ist es auf der Standardposition. Ich habe sie erst einmal noch ein bisschen weiter reingemacht, aber dann bin ich irgendwie beim Fahren nicht richtig rangekommen und konnte sie wieder nach außen schieben. Das sind zwei Schrauben, die findest du hier. Die kannst du einfach lösen. Und dann kannst du die verschieben oder auch vertauschen, umdrehen, je nachdem, wie du gerne damit arbeiten möchtest. Mehr gibt es zu dem Wheel auch gar nicht zu sagen, denn von der Qualität her und vom Unboxing her überzeugt mich dieses Gerät 9 von 10. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, es auszupacken und ich habe auch immer noch sehr, sehr viel Spaß, es anzufassen. Was mir sehr, sehr gut gefällt und was ich eine sehr schöne Entwicklung finde im Simracing ist, dass wir renommierte Automarken haben, die mittlerweile auch mit Simracing-Firmen zusammenarbeiten und sowas hier erschaffen, weil wer sieht nicht gerne sowas wie AMG oder Mercedes auf seiner Hardware, die er zu Hause hat und fühlt sich, wenn man Mercedes fährt und dann vielleicht ein anderes Auto fährt. Wenn wir mal über die Konnektivität dieses Lenkrads sprechen, haben wir zwei Möglichkeiten, das zu verbinden. Einmal Wireless, wir haben hier hinten dran eine Antenne, aber wir haben auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, das per Kabel anzuschließen. Und das Kabel will ich dir gleich mal zeigen, weil das wünschte ich mir, würden alle Hersteller in der Zukunft übernehmen. Weil das ist so befriedigend, das Lenkrad anzuschließen. Wir machen gleich mal Anschlussporn. Kommen wir mal zum nächsten Segment. Lass uns mal über Mounting sprechen. Ich habe das jetzt an meiner trusty Simo Cube dran, also ich fahre es auch in meinem Hauptrig. Und ich habe am Anfang gedacht, dass ich das nicht mounten kann und ich noch einen Adapter brauche, weil normalerweise haben wir dieses wunderschöne Gerät hier. Das hier. Noch an dem Quick Release von Simo Cube dran. Weit gefehlt, es geht auch anders. Wenn wir uns jetzt hier mal die Aufnahmen ansehen, im Schnelldurchlauf, kannst du sehen, dass wir dieses wunderschöne Stück unten abschrauben können. Und wir den Quick Release noch auseinanderbauen können in seine drei Einzelteile. Ich nenne es jetzt mal diesen Sternring, können wir wegnehmen und wir können die Simo Cube, den Simo Cube Quick Release von innen anschrauben. Das heißt also, wenn du das Paket nach Hause bekommst und du hast schon so ein bisschen Schnappatmung wie ich am Anfang, es geht, du musst einfach nur deinen Simo Cube Quick Release aufschrauben, von innen an das Lenkrad ranschrauben. Und dann den oberen Teil, um wieder an die Wheelbase zu kommen, wieder draufschrauben und alles ist safe. Für alle anderen Leute, die einen anderen Lochkreis haben, es gibt dafür Adapter, die findest du auch im Simrace Shop und dann kannst du das Ding adaptieren für dein Quick Release. Also, das war das Äußere, war das im Paket drin, ihr habt den Preis gehört und jetzt fehlt noch die Inbetriebnahme. Also lasst uns doch mal ins Rig gehen und mal gucken, wie wir das anschließen und wie wir das zum Laufen kriegen. Let's go. So, jetzt sind wir im Rig und können das Ganze mal probieren. Jetzt wirst du wahrscheinlich dir das Kabel nehmen und das hier ranpoppen und das total satisfying finden. Bei Cube Controls hat nämlich was geändert, denn wir haben das so ein bisschen revolutioniert, finde ich, den Markt. Denn vorher hatten wir immer solche Kabel, die konnten wir da die ganze Zeit reindrehen und mussten immer schrauben und machen und tun. Aber Cube Controls hat sich einfach gedacht, wir machen das mal magnetisch, ne? Und dann kannst du das hier hinten einfach ranpoppen. Und das hält wirklich tadellos. Also kann ich euch sagen, ich bin damit jetzt schon Endo-Rennen gefahren und auch so Rennen gefahren und ich fahre sehr viel vor Speedback und rupp da auch immer dran rum wie ein Kaputter. Das ist noch nie abgegangen. Also an der Stelle ein Lob an Cube Controls. Das ist eine wirklich sehr schöne Erfindung. Aber damit ist es nicht getan. Denn das Cube Controls Lenkrad hat noch einen Powerknopf. Den findest du hier hinten. Und da gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Wenn du das jetzt das erste Mal startest, wird das Wheel wahrscheinlich im Wireless-Modus sein. Das kannst du daran erkennen, dass hier an der Seite die LED auf dieser Seite hier blau leuchten wird. Ich demonstriere das jetzt mal ganz kurz. Und zwar wird das Wheel wahrscheinlich bei dir so starten. Und du siehst gerade, dass, dass die LED hier blau leuchtet. Und das heißt, dass das Lenkrad im Wireless-Modus ist.
Wenn du es nicht im Wireless-Modus betreiben möchtest, ist das relativ simpel. Du drückst hier oben den Knopf. Ich mache es nochmal aus. Du drückst die 1 und dann den Power-Knopf. Und dann geht das Lenkrad an. Jetzt hat es kurz geblinkt und jetzt ist so, siehst du hier auf der Seite, ist die blaue Lampe aus. Das heißt, das Lenkrad befindet sich jetzt im Kabelmodus. Dann kannst du dir das nehmen, kannst das anschließen. Dann müssen wir einen Moment warten, weil es erkannt wird. Jetzt siehst du, die Lampen sind bei mir aus, weil ich ein paar Sachen gemacht habe, dass meine Lenkräder oder dass das Lenkrad nicht sofort leuchtet. Und dann kannst du das ranhängen und dann machst du hier den Stift rein bei SimoCube. Falls du was anderes hast, läuft das natürlich anders. Und dann ist das Gerät bereit und du kannst es benutzen. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz in die Software reinhüpfen von Cube Controls. Und diese Software, die findest du direkt bei Cube Controls auf der Internetseite. Wenn wir jetzt mal hier wieder auf die Internetseite gehen, dann kannst du hier auf Media und Downloads gehen und dann kannst du die CubeSat Software runterladen. Und dann packst du die und dann öffnest du das. Da kannst du die Software starten und wirst erstmal das Programm suchen müssen. Bei mir ist es jetzt auf dem linken Bildschirm, da ist er. Und dann öffnet sich die Software. Aber ich würde hier drinnen ehrlich gesagt nicht wirklich großartig was einstellen. Ich würde einfach mal gucken, ob die Tasten funktionieren. Siehst du ja, wird dir angezeigt, dass die Tasten gehen. Kannst du einfach mal durchtesten. Aber großartig einstellen würde ich da nichts. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hä, warum habe ich das denn runtergeladen, du Trottel? Jetzt bin ich wieder der Anleitung gefolgt und habe das runtergeladen, aber ich muss nichts machen. Doch eine Kleinigkeit solltet ihr machen. Wenn ihr nämlich auf Pedals geht, kannst du hier an der Seite die Shifter noch kalibrieren und das würde ich euch empfehlen. Also drückst du hier auf Calibrate, dann drückst du den Shifter und dann drückst du nochmal die Taste und das Ganze machst du dann für rechts auch nochmal. Du kannst jetzt hier drauf drücken. Du hältst den, lässt den los und dann ist der Shifter kalibriert und dann bist du hier fertig. Und jetzt gehen wir aber mal in ein mächtiges Tool rein, was ein bisschen mehr kann, um aus dem Wheel wirklich ein unglaublich geiles Gerät zu machen. Jetzt kannst du nämlich SimHub starten. Und in SimHub geht die Party erst richtig los, weil jetzt hier drinne kannst du so viel customizen. Da wird dir schlecht bei. Letztens habe ich 4 Stunden hier gesessen und habe mich meines Lebens gefreut, dass ich eine unglaublich tolle Sache gemacht habe. Und zwar ein Killswitch und noch ein paar andere Dinge. Dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Dazu würde ich dir empfehlen, den Kanal zu abonnieren, Jebaited, damit du dieses Video nicht verpasst. Wir gehen jetzt mal über die grundlegenden Funktionen, was wir in SimHub machen können. An der Stelle kleiner Disclaimer, werde ich nicht für bezahlen, aber gebt den Entwicklern von SimHub einen Kaffee aus, holt euch eine Lifetime-Lizenz und benutzt dieses Programm im vollen Umfang. Also falls du am PC Simracen solltest, ist das definitiv eine Empfehlung. Du brauchst auf jeden Fall, um das Wheel hinzuzufügen, die aktuellste Version. Und dann kannst du hier unten, wenn du auf den Reiter Devices gehst und Add Device machst, kannst du hier Cube Controls auswählen und dann findest du hier auch das AMG Wheel, fügst das hinzu und dann hast du das hier drin. Und jetzt geht der Spaß los. Wir können hier erstmal, wie du gerade siehst hier, die Helligkeit einstellen der Knöpfe. Ich habe das auf volle Pulle, weil ich das sehr schön finde und auch sehr ästhetisch, wenn das Lenkrad leuchtet. Und wir können jetzt hier beispielsweise auch die Default Colors einstellen. Also die standardmäßigen Farben, die hier drin sind, das ist in dem Fall weiß und rot. Du kannst hier auf jeden Knopf draufdrücken, kannst da irgendeine Farbe belegen und kannst das für dich so fertig machen, wie du es gerne hättest. Dann kannst du noch weiter hier rein diven und noch mehr Sachen einstellen. Das hier, dazu gibt es noch mal ein separates Video dann. Hier kannst du super, super viele Sachen hinzufügen. Du kannst hier die Reflights für deine Buttons einstellen, weil die verschiedene Farben ausgeben können. Du kannst hier einstellen, dass der Spotter, dass die linke Seite des Lenkrads blinkt, wenn auf der linken Seite ein Auto ist und so weiter und so fort. Also du kannst hier wirklich unglaublich viel machen. Und das wirst du auch gleich sehen, wenn wir eine Testfahrt machen. Und dann gibt es noch die RGB-LEDs. Das ist hier an der Stelle, sind das die Reflights, die du normalerweise in anderen Wheels auch kennst, wo der Streifen oben drüber ist. Die sind hier super schlicht gehalten mit 4 LEDs. Ne, wenn wir jetzt mal hier, siehst du ja gerade, ein bisschen heller und dunkler machen, hast du hier oben die 4 LEDs. Und die kannst du dann auch nochmal, wenn du möchtest, customizen und super viel Kram daran einstellen. Und dann bist du fertig und kannst mit dem Lenkrad eigentlich loslegen. Und ich würde dich jetzt gerne mit auf eine Testfahrt nehmen und dann kannst du das ganze Gerät mal im Einsatz sehen und kannst dir mal ein Bild machen, wie es beim Fahren ist. So, wir sitzen jetzt im Auto und jetzt passiert die ganze Magie. Ihr seht ja, hier ist alles aktuell noch aus und das Lenkrad leuchtet auch noch nicht. Aber wenn wir jetzt die Zündung anmachen,
Siehst du, dass hier jetzt alles angeht? Auch in der Mitte beim Auto geht der Display jetzt an. Hier sind alle Displays angegangen und dann drücken wir die Zündung. Und dann ist das Auto an. Wir machen jetzt mal den Pit Limiter an und dann drehen wir mal eine Runde mit dem Wheel. Dazu sind wir auf Le Mans mit dem BMW unterwegs in iRacing. Und ihr könnt jetzt hier alles sehen und fühlen, beobachten. Und für gut oder schlecht befinden. Ich muss dazu sagen, jetzt gerade, ich habe sehr, sehr große Hände und für mich passt das Wheel wirklich sehr, sehr gut. Es passt auch sehr schön in meine Hand. Ich bin jetzt damit 3-4 Rennen schon gefahren. Gestern sogar ein Endurance-Rennen damit. Ich habe eine Kleinigkeit, die ich für mich persönlich festgestellt habe. Meine rechte Hand schläft zwischendurch ein bisschen ein, aber das ist meistens die Umgewöhnungszeit von einem anderen Wheel, weil ich hatte ja vorher ein sehr, sehr großes, griffiges Lenkrad. Meine rechte Hand muss ich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, dass der Griff jetzt wieder ein bisschen kleiner ist. Aber so von der Griffigkeit her ist es sehr, sehr toll. Also es ist mir jetzt nicht aus der Hand gerutscht. Das fährt sich sehr gut ohne Handschuhe, es fährt sich sehr gut mit Handschuhen. Also macht für mich jetzt persönlich keinen Unterschied. Es greift sich tadellos und dabei gibt es null Probleme. Und es ist einfach für mich persönlich eine unglaubliche Schönheit. Also ich habe noch nicht so viele Wheels reviewen können über die Zeit, die ich jetzt gefahren bin oder seitdem ich das jetzt mache. Und das hier ist definitiv eins der schönsten Wheels, wenn nicht sogar das schönste Wheel, was ich bis dato gefahren bin und gehabt habe. Was ich für mich persönlich sehr toll finde, ist, ich habe jetzt auch kein Display mehr am Lenkrad, dass ich mein Dashboard vollumfänglich sehen kann. Vorher hatte ich ja immer in der Mitte bei meinem alten Wheel ein Screen drin, was mich aber persönlich überhaupt gar nicht stört, dass er jetzt nicht mehr da ist, sondern ich das sehr, sehr gut finde sogar. Bei der Breite muss man dazu sagen, das Wheel hat 32 cm Durchmesser, was für den einen oder anderen sehr, sehr groß ist. Da müsst ihr natürlich darauf achten. Wenn wir das jetzt hier mal kurz einblenden, der Vergleich zu dem GSI Wheel, was ich vorher gefahren bin, das hat ungefähr dieselbe Breite. Es geht ein bisschen noch in die, nach außen. Also es hat ein paar mehr Millimeter an den Seiten, aber für mich persönlich ist das okay. Ich habe ein relativ breites Kreuz und das ist für mich dann vollkommen in Ordnung. Also ich denke, für Menschen, die ein bisschen schmaler sind, fühlt sich das wahrscheinlich an, als hätten sie einen Buslenker in der Hand. Für mich persönlich fühlt sich das wie ein ganz normales Lenkrad an, was ich persönlich sehr, sehr toll finde. Und mit der Testfahrt und den wunderschönen Eindrücken, die du hiervon gekriegt hast, würde ich gerne auf Positives und Negatives eingehen. Und damit sehen wir uns im nächsten Segment. Also lasst uns mal über Positives und Negatives reden. Fangen wir mit den positiven Dingen an. Die Unboxing Experience vom Cube Controls AMG Wheel ist einfach sensationell gut. Es ist von Geruchstest. Ich weiß, dass einige Leute das ein bisschen weird finden, aber für mich ist es immer toll, eine Box aufzumachen und dass sie gut riecht, war das ein absolutes Erlebnis. Und es war für mich, es roch wie Neuware und es fühlte sich an wie Neuware. Wenn wir weiter darauf eingehen, wie die Qualität des Wheels an sich ist, von den Materialien her und vom haptischen Gefühl her, ist das auch sehr, 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 sehr gut gewesen. Also ich habe an der Stelle überhaupt nichts zu bemängeln und es liegt unglaublich gut in der Hand. Man muss dazu sagen, ich besitze das Wheel jetzt seit 4 Tagen und bin damit 3 Tage intensiv gefahren und hatte bis dato noch keine Probleme. Es wird dazu nochmal ein Folgevideo geben, weil ich werde dieses Wheel jetzt über mehrere Monate fahren und dann gebe ich euch da nochmal Feedback, ob da irgendwo ein Knarzen auftritt oder nicht. An der Stelle haut doch ein Abo raus, dann könnt ihr das später nochmal sehen, falls ihr euch jetzt aktuell noch nicht so sicher seid und ihr euch sagt, so okay, 4 Tage ist ein bisschen dünn, Dizzy, dann kannst du später nochmal reingucken, ob sich das für dich nochmal ändert oder ob du es dir dann doch gerne holen möchtest. Was ich auch sehr positiv finde, ist, dass wir die volle Integration in SimHub haben und damit unglaublich viel machen können und dieses Wheel sehr customizable ist und du damit wirklich machen kannst, was du möchtest. Bei den negativen Dingen gibt es eigentlich nur 2 Kleinigkeiten und das ist schon Meckern auf einem hohen Niveau. Und das hat nicht mal was mit dem Lenkrad zu tun, sondern eher sogar mit der Software. Cube Controls, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr es möglich macht, dass eure Software
es ermöglicht, dass wir sie verschieben können auf verschiedene Bildschirme. Denn aktuell startet die Software immer auf einem Bildschirm und du kannst sie dort nicht verschieben, sondern die befindet sich immer auf einem Bildschirm. Also auch wenn man da jetzt gerade aktuell nur ein einziges Mal rein muss, ist das trotzdem nicht so cool. Also es wäre schön, wenn wir das in den kommenden Versionen vielleicht ändern könnten. Ansonsten hatte ich nur eine Kleinigkeit beim Wheel selber, wenn wir oben mal hier in diese kleine Nut reingucken, dass da irgendwie ein kleines Stück so, ich weiß nicht, ob es ein Kabel ist, was dazwischen steckt oder ob es irgendwie Lack ist, der dazwischen ist, aber ich hatte so ein kleines rotes Stück in der Narbe drin. Aber ansonsten habe ich nichts weiter an dem Wheel nach 4 Tagen auszusetzen, weder von der Qualität her, noch von der Integration her, noch von der Funktionalität her. Also ich würde alles in allem, und wenn wir jetzt die Software weglassen, sagen, das ist eine 9 von 10. Und ich finde, dass 838,95 € sich definitiv lohnen. Und Cube Controls, ganz großes Lob an euch und auch an Mercedes. Das ist ein sehr, sehr schönes Produkt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde es auch weiterhin mit sehr, sehr viel Spaß fahren. So, meine Damen und Herren und zuschauende Menschen, was ist denn jetzt mein Fazit dazu? Tja, beim Simracing hat man immer so dieses Problem, das kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart ausarten und sehr, sehr viel Geld kosten. Aber ich kann euch eins sagen aus Erfahrung, nachdem ich mir jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Dinge gekauft habe und auch sehr, sehr viele Dinge zugeschickt bekommen habe, manchmal ist es besser, wenn man 2-3,50 € mehr in die Hand nimmt. 838,95 € sind wirklich sehr, sehr viel Geld. Aber vom Eindruck her und vom Auspacken her würde ich jetzt mal sagen, das Ding kaufst du dir einmal und wirst das viele, viele tausende Stunden fahren und damit wird nichts sein. Finde ich diesen Preis jetzt an dieser Stelle gerechtfertigt? Absolut. Ich habe für 800 € schon Lenkräder in der Hand gehabt, die waren weitaus schlechter als das da. Also, ist das jetzt eine Kaufempfehlung oder ist das keine Kaufempfehlung? Ich möchte dich darauf hinweisen, wenn du vielleicht ein bisschen schmaler gebaut bist und nicht so breite Schultern hast, wirst du wahrscheinlich mit 32 cm ein bisschen deine Probleme haben, weil sich das für dich anfühlt wie ein Buslenker oder eine Frisbee-Scheibe in XXL. Da müsstest du ein bisschen aufpassen, weil manche Menschen präferieren doch eher die kleineren Lenkräder, weil sie weniger Lenkwinkel haben. Bei den großen musst du natürlich ein bisschen mehr ausholen, um in Kurven zu fahren. Ich persönlich feiere das richtig weg, weil ich mag diese kleinen Wheels nicht, weil ich das mit der Brustmuskulatur Schwierigkeiten kriege, weil die dann immer so zusammengedrückt ist. Und ich mag es dann doch lieber, wenn die Wheels ein bisschen breiter sind. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du das im Simrace Shop dir auch gerne mal anschauen und auch anfassen. Der befindet sich in Lich. Und das würde ich dir generell bei solchen Investitionen empfehlen, falls du die Möglichkeit dazu hast. Es gibt auch noch andere Stores, wo du das wahrscheinlich ausprobieren kannst. Ansonsten bitte, wenn ihr etwas kauft, achtet auf den Durchmesser der Wheels. Ne? Wenn ihr breiter seid, kauft lieber ein bisschen breiter. Das würde dann schon in diese Kerbe schlagen. Was für ein schönes Wheel. Die 4 Tage, die ich das Wheel jetzt gefahren bin, waren wirklich eine Wonne. Das ist für mich echt ein schönes Upgrade und es ist auch mal wieder so ein Stück Hardware, auf das ich mich selber persönlich unabhängig von Reviews gefreut habe und es auch mit sehr viel Freude fahren werde. Denn es ist genau für mich gemacht. Ist es. Und ich hoffe, dir hat jetzt die Review sehr gut gefallen. Es hat dir vielleicht geholfen, das Produkt besser kennenzulernen und für dich zu entscheiden, ob du es kaufen möchtest oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um folgende Videos nicht zu verpassen. Das Video eventuell ausnahmsweise nicht deiner Hauskatze zu zeigen und auch nicht deiner Pflanze zu zeigen. Heute würde ich sagen, zeig doch einfach mal deinen Herd. Klapp doch mal auf und halt mal rein. Und dann kannst du das 2-3 Mal machen, weil der Algorithmus freut das nämlich, wenn dieses Video bis zum Ende geguckt wird. Und es freut sich auch, wenn es mehrere Male geguckt wird. Ansonsten haust du noch ein Däumchen rauf, hoch oder runter. Und ich freue mich sehr über dein Feedback. Falls du etwas zu kritisieren hast, bitte lass mich das wissen. Denn die Videos sind für euch, nicht für mich. Und vielleicht können wir ja etwas besser machen. Also an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du reingeguckt hast. Bis denn, Dansen. Tschüss.